Hallo und willkommen zurück. Dieses Mal sprechen wir über die Serienschaltung von zwei Widerständen. Das letzte Mal haben wir über Widerstände gesprochen, jetzt sprechen wir über die Serienschaltung von zwei Widerständen und was das bedeutet für uns. Okay. Also, wir sprechen über die Serienschaltung. Schauen wir uns das einmal an. Da wieder meine zwei Widerstände. Serienschaltung, haben wir gesagt, ist, wenn ich es da praktisch so berühren lasse und da vielleicht zusammenlöte oder was, dann habe ich zwei Widerstände, die hintereinander in Reihe in Serie geschalten sind. Deswegen der Name. Also wir schauen uns jetzt an die Serienschaltung. Zwei Widerstände hintereinander. In Symbolen. Kommt, berührt euch. Keine Angst. In Symbolen haben wir da einen R1 und einen R2. Okay, da haben wir einen R1. Der hat hier einen Wert, hier so und so viel oben. Und der R2 hat auch so und so viel oben. Hier, an dem Widerstand, liegt die Spannung U1. Und hier an dem Widerstand liegt die Spannung U2. Okay. Da rinnt der Strom I1 hinein. Da rinnt der Strom I2 hinein. Und an der Gesamtschaltung, von hier nach hier, ist die Gesamtspannung U. Und durch die Gesamtspannung da rinnt der Strom I. Okay? So kann man das sich überlegen. Schauen wir jetzt einmal die Spannungen an. Ja? Also ich habe hier, sage ich, ein Potential von Phi 0. Hier habe ich ein Potential von Phi 1. Und hier habe ich ein Potential von Phi 2. Okay? Dann ist U1 ist die Potentialdifferenz zwischen Phi1 und Phi0. U2 ist der Unterschied zwischen Phi1 und Phi2. Und wie groß wird U sein? U ist der Gesamtunterschied. Und zwar von da, von dem Potential bis zu dem Potential. Und das ist die Summe aus diesen beiden. Ist logisch, oder? Ich meine, wenn ich von da nach daher eine gewisse Menge verliere und dann von da nach daher eine gewisse Menge verliere, habe ich in Summe praktisch das und das verloren. Okay? Das heißt, mein U ist auf alle Fälle mal U1 plus U2. Das kommt da einfach aus der Betrachtung mit unseren Potenzialen einfach heraus. Okay? Und jetzt schauen wir uns den Strom an. Der Strom rinnt da hinein. Da auf der echten rinnt er da rein. Was macht er da drin? Er rinnt durch. Und er kommt da hinten wieder raus. Er kann unterwegs nirgendwo abbiegen. Ströme werden auch nicht gespeichert. Das rinnt da einfach rein. Das heißt, was da reinrinnt, muss herüben auch wieder herausrinnen. Es kann nicht drin bleiben. Das ist wie bei einer Wasserleitung. Wenn ich ein Rohr habe, rinnt auf der einen Seite rinnt Wasser rein und auf der anderen Seite kommt genauso viel Wasser raus. Ist ja logisch, wo soll es denn hin? Ja. Genauso ist mein Strom. Wenn ich hier hineinrinnt, wenn der Strom hineinrinnt, dann kommt hier genauso viel Strom wieder raus. Ja. Wo soll er denn hin? Wo soll er denn hin? Es geht nicht anders. Ja. Das gilt hier ganz genauso. Der Strom, der hier hineinrennt, kommt da hinten wieder raus. Und wenn man sich das überlegt, dass der Strom, der da reinrennt, da rauskommt, das ist der gleiche Strom, der da einrennt und da raus, dann muss der ganze Strom muss gleich sein. Das heißt, es muss gelten, I ist genauso groß wie I1, das ist einmal relativ augenscheinlich, weil es ja hier steht.
Und das ist aber wieder genauso groß wie I2. Ja? Das ist so. Ja? Diese Regel, dass das, was irgendwo hineinrinnt, auch wieder anderswo herauskommen muss. Ja? Das heißt Knotenregel. Ist ein sogenanntes Kirchhoffsches Gesetz. Der hat das entdeckt, der Kirchhoff, formuliert und hat gesagt, wenn irgendwo in einen Knoten ein Strom hineinrinnt, muss irgendwo aus dem Knoten auch der Strom wieder herauskommen. Das gilt jetzt nicht hundertprozentig, ganz genau. Wenn ich nur zwei Anschlüsse habe, dann ist das sogar ganz genau. Wenn jetzt bei einem Anschluss ein Strom hineinkommt, kommt genau der gleiche Strom auf der anderen Seite wieder raus. Wenn ich mehr Anschlüsse in einen Knoten habe, ja, ich zeichne da jetzt einfach mal einen Knoten ein, und da gehen jetzt mehr Anschlüsse hinein in diesen Knoten, ja, und sagen wir, da rinnt der Strom I1, der rinnt hinein, da rinnt der Strom I2, der rinnt raus, dann rinnt da ein Strom I3, der rinnt rein, und dann rinnt der I4, der rinnt raus, und der I5, der rinnt raus. Ja? Da muss gelten, alles, die ganze Summe, die irgendwie hineinrinnt, ja, muss auch irgendwie wieder rauskommen. Das heißt, alles, was einrinnt, was ist das da in dem Fall? I1 plus I3, das ist das, was hineinrinnt in den Knoten. Ja? Das muss genauso groß sein, wie alles, was wieder rauskommt. Ja? I2 plus I4 plus I5. Ja? Das ist die Summen. Und das gilt jetzt ganz genau, immer. Ja? Egal, was da drinnen ist in dem Knoten. Ja? Egal, was da drinnen ist. Für uns ist es egal, was da drinnen ist. Ja? Ob da drinnen jetzt nur ein Lötpunkt ist und ein paar Drahtl zusammengelötet sind, ob da drinnen eine wahnsinnig komplizierte Schaltung ist, wie sowas da zum Beispiel. Ja? Und da rennt irgendwo Strom rein und da kommt der Urbe Haxen. Ja? Und alle Ströme, die hineinrennen, müssen ja wieder irgendwo rauskommen. Und das ist ja viel komplizierter wie einfach ein Punkt. Ja? Gilt aber trotzdem. Das gilt einfach. Okay? Ganze Stadt gilt. Okay? Der Strom, der hineinrennt, muss auch irgendwo herauskommen. Knotenregel heißt das. Wichtig, wichtig. Knotenregel. Und das hat der Herr Kirchhoff. Hat das formuliert. Das ist eine von seinen zwei Regeln. Die zweite werden wir auch noch kennenlernen. Ja? Kirchhoffsche Regel, Knotenregel. Und das haben wir da eigentlich gesehen, dass das so sein muss. So, jetzt sagen wir, das ist jetzt die Serienschaltung und ich möchte diese Serienschaltung gedanklich zumindest ersetzen durch nur einen Widerstand. Und das soll genauso ausschauen. Ich möchte das ganze Zeug da möchte ich durch einen Widerstand ersetzen und der eine Widerstand soll er heißen. In diese wurde Gesamtschaltung ist jetzt erst I1 hineingeronnen, also I hineingeronnen. Ja? Und da haben wir U. Ja? Und natürlich habe ich hier jetzt die Potenziale Phi 0 und da rüben habe ich das Potenzial Phi 2. Ja? Und das Phi 1, das sehe ich gar nicht mehr, das ist da irgendwo drin. Ich möchte jetzt also wissen, erst wie groß muss dieses R sein, wann ich das praktisch ersetzen will damit. Und sei es nur gedanklich. Wie groß muss das R sein? Ja, ich meine, ich schreibe da jetzt einmal ganz einfach das Ohmsche Gesetz an. Ja. Strom und Spannung zeigen die gleiche Richtung. Das heißt da in dem Fall U ist gleich R mal I. Okay. Das ist einmal fix. Jetzt schreibe ich das da rum an. U1 ist gleich R1 mal I1, ja, und U2 ist gleich R2 mal I2. Logisch. Ja.
Das ist hier aber weiterhin natürlich, weil ja alle Ströme gleich sind. R1 mal I und das hier ist R2 mal I. Okay? Und weil die Spannung, da die Summe der Einzelspannungen sind, ist mein U gleich U1 plus U2 und das ist R1 mal I plus R2 mal I. Ja? Und jetzt habe ich da zweimal das I, das hebe ich raus, weil es mir stört. Ja? Das heißt, das ist R1 plus R2 mal I. Ja? Und jetzt schauen wir uns an, was da steht. Da steht U ist gleich R mal I und da steht U ist gleich R1 plus R2 mal I. Das heißt, eigentlich steht da, U ist gleich R mal I, das ist das, und das ist R1 plus R2 mal I. Das heißt, mein R ist also R1 plus R2. Okay. In einer Serienschaltung ist der Gesamtwiderstand gleich der Summe der Einzelwiderstände. Das kommt da raus. Einfach aus diesen logischen Überlegungen können wir das so machen. Das heißt, wenn wir zwei Widerstände hintereinander sehen, können wir das ersetzen, um etwas einfacher zu berechnen zum Beispiel, ja, mit der Summe der beiden Widerstände. Es ist ja logisch, weil wenn zuerst der eine Strom durch die eine Engstelle den Widerstand praktisch durch muss und nachher durch eine zweite Engstelle, ist in Summe so, wie wenn es viel engere die Summe der beiden Engstellen. Okay? Das ist. Also der Gesamtwiderstand wird immer größer in einer Serienschaltung. Wenn zwei Widerstände hintereinander geschalten sind, wird der Gesamtwiderstand größer. Geht nicht mehr so viel durch. Zweimal gedrosselt. Gut. Das ist also die Serienschaltung. Im nächsten Video kümmern wir uns um die Parallelschaltung. Wir werden auch ein bisschen so aufziehen und da werden wir auf eine neue Regel kommen und werden auch einen Gesamtwiderstand berechnen können. Für dieses Mal danke ich für die Aufmerksamkeit. Ja, auf Wiedersehen.